einem Freitagnachmittag kann man ja die dollsten Dinge machen. Zum Zahnarzt gehen, Nacktradeln durch London mit Wladimir Putin in die Muckibude oder... Ja, oder man geht zur CSU auf den Parteitag. Damit das Spaß macht, muss man selbstverständlich die richtige Einstellung mitbringen. Wir dürfen uns ja nicht wirklich dümmer stellen, als es irgendwie von der Sachlage her hier unausweichlich ist. So ist es, denn nur wer sich exakt so dumm stellt, wie es die Sachlage erfordert, kann auf die Idee einer Obergrenze für die Zuwanderung bei den Flüchtlingen kommen. Gut, das mag verfassungsrechtlich schwierig sein, aber man kann doch... Doch nicht an Verfassungsfragen Halt machen. Ja, ein CSU-Parteitag, der Halt vor der Verfassung macht, geht's noch. Die deutsche Leitkultur ist mehr als das Grundgesetz. Wohl wahr. Das Grundgesetz sagt, die Bundeskanzlerin bestimmt die Richtlinien der Politik. Die Leitkultur sagt, der bayerische Ministerpräsident gibt die Richtung vor. Eben, und deswegen muss die Bundeskanzlerin jetzt auch mal Obergrenze sagen. Rückführung und Abschiebung. Nee, das andere. Die im Übrigen auch mit einem freundlichen Gesicht vollzogen werden können. Ja, Abschiebung mit menschlichem Antlitz. Und? Und wir werden die Zahl der Flüchtlinge reduzieren. Ja, das ist ja klar, aber na nur sagen Sie endlich Obergrenze. Abschottung und Nichtstun sind keine Lösung im 21. Jahrhundert. Na wie jetzt? Da muss der Seehofer wohl doch Nachhilfe geben. 15 Minuten lang. Tut ihm mehr weh als ihr, aber es geht nicht anders. Weil wir unanständig sein wollen. Jo. Weil wir querulatorisch sein wollen. Ah. Weil wir was Besonderes sein wollen als Bayern. Genau. Und das Besondere an Bayern, vor allem an CSU-Parteitagen, ist ja... Es kann auch einer sagen, dass sich die Sonne um die Erde dreht oder was auch immer. Das ist nicht strafbar. Es mag Quatsch sein, aber es ist nicht strafbar. So lautet das Motto Bayerns. Und wenn das, Frau Bundeskanzlerin... Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Naja, aber vielleicht geht sie dann doch lieber... Genau.